Herzlich willkommen hier auf dem EPP Innovationsforum 2023. Ich stehe hier zusammen mit Henrik Brücking von Saica Deutschland. Herzlich willkommen. Was ist denn aus Ihrer Sicht aktuell die wichtigste Entwicklung in der Elektronikfertigung? Ja, man hört ja immer wieder, dass die KI Einzug findet in die ganze Elektronik, sei es von Herstellern, sei es im Konsumerbereich. Und ich denke, da haben wir noch einiges zu tun. Mhm. Wird sicherlich sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte man auch ein bisschen aufpassen, was man da tut. Ja. Also das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema, das uns beschäftigen wird die nächsten paar Jahre. Gibt es denn auch Themen, wo Sie sagen, das wird wichtiger und anderes wird weniger relevant in Ihrer Branche? Ja, also sagen wir mal, was uns in Deutschland vor allem vorantreiben oder was wir vorantreiben sollten, wäre auf jeden Fall die Automatisierung, weil wir brauchen Stabilität in dem, was bei der Elektronikfertigung rauskommt oder Fertigung allgemein. Wir haben nicht das Personal, das wir uns wünschen, dass es tut. Und das wird mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant werden. Also ich bin wirklich gespannt, ob wir tatsächlich bis 70 arbeiten müssen, nicht weil es der Gesetzgeber sagt, sondern weil halt keiner mehr da ist, der die Arbeit dann machen kann. Was gibt es denn darüber hinaus noch für Herausforderungen für eine Elektronikproduktion in Deutschland? Die Herausforderung besteht natürlich dahin, dass man gerade diese Bediener, die noch übrig sind, denen die Verantwortung nimmt, die Maschinen dazu bringt, quasi selber zu agieren, zu entscheiden, was die Produktion nachher ins Lager oder in den Warenausgang geben soll. Und sagen wir mal, die Fachkräfte oder den Bedarf nach Fachkräften zu reduzieren. Und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, weil KI tut uns vielleicht auch wieder was Gutes hier, aber es ist noch ein langer Weg. Ja. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, ganz besonders, also nehmen wir mal das Private außen vor, lassen wir das auf den geschäftlichen Bereich. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder Lieferketten kriegen, die halbwegs vertrauenswürdig sind, liefertreu, vor allem in Datum, dass wir zeitnah auch wieder unsere Geräte rausbringen, dass wir unsere Kunden in dem versprochenen Zeitrahmen bedienen können. Und dass da eigentlich einfach wieder mehr Sicherheit reinkommt in dieses große Thema, das wir seit ein paar Jahren leider haben. Alles klar, sehr vielen Dank und dann wünsche ich noch einen erfolgreichen Konferenztag. Vielen Dank, Herr Mayer.